Moin, moin, ihr Lieben. Heute habe ich eine Rezension für euch zu einer ganz bestimmten Art von Buch, und zwar zu einem Escape-Buch. Ihr kennt ja sicherlich die Escape Games, wo man in einen Raum eingesperrt wird, eine Stunde Zeit hat zu entkommen, indem man Rätsel löst. Und das gibt es ja mittlerweile in allen verschiedenen Ausführungen, ob als Gesellschaftsspiel oder aber auch eben als Buch. Und genau so eins habe ich mir angefragt, und zwar Entkommen, die geheime Bibliothek von Christian und Florian Susner. Das Buch ist im Manticore Verlag erschienen, kostet 6,95 Euro und ist so eine dünne kleine Broschüre. Ja, als ich das in der Vorschau gesehen habe und der Ankündigung vom Verlag, hat mich das gleich angesprochen, von der Thematik natürlich hier. Als Buchliebhaber und Vielleser ist das natürlich toll, und ich finde auch, in einer Bibliothek kann man auch eine sehr, sehr schöne, mysteriöse und geheime Atmosphäre erschaffen. Ich meine, diese Spiele gibt es ja in allen möglichen Thematiken. Ob das nun Spukhaus, Gefängnis oder ein Labor ist, das geht natürlich alles. Aber besonders dieses Thema und auch das Cover hat mich angesprochen. Deswegen habe ich einfach mal beim Verlag angefragt, ob ich das als Rezensionsexemplar erhalte. Und ich habe es tatsächlich bekommen. Sage also vielen lieben Dank dafür an den Verlag. Christian und Florian Susner sind mir auch ein Begriff, denn von den beiden habe ich mein erstes Fantasy Spielbuch gespielt. Das habe ich euch auch in der Rezension vorgestellt. Das Feuer des Mondes war das, und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, und deswegen habe ich mich hierfür auch entschieden, mal so ein Escape-Buch auszuprobieren. Ja, auch hier ist das Schema wieder gleich. Wir kommen in eine alte Bibliothek und kommen in einen Raum, wo auch alles voller Bücherregale, alles voller Bücher steckt, und auf einmal fällt die Tür zu. Und wir finden auf einem Schreibtisch Notizen und einen Brief an uns, dass wir nun eine Stunde Zeit haben, diesen Raum wieder zu verlassen, indem wir Rätsel lösen. Ja, genau das ist wieder das Schema, also mehr Story gibt es da nicht. Und ja, wie ist das Buch jetzt aufgebaut? Wir haben vorne und hinten im Buch die Notizen, die wir eben auf dem Schreibtisch finden, abgedruckt. Und da gibt es eben ganz viele Hinweise zu unseren Rätseln, natürlich nicht zugeordnet, das muss man sich dann immer selbst raussuchen. Und wir haben hier auch noch ein Bild, wie unser Raum aussieht, in dem wir eingesperrt sind. Ja, und dort finden wir eben auch einen verschlossenen Gegenstand, und das ist sozusagen unser erstes Rätsel. Unsere Rätsel sind immer im Grunde verschlossene Gegenstände, die wir versuchen zu öffnen, und in diesen verschlossenen Gegenständen befinden sich dann weitere Hinweise auf den nächsten verschlossenen Gegenstand, bis wir dann schließlich sozusagen den Schlüssel finden oder beziehungsweise den Ausgang. Ja, ich zeige euch jetzt einmal so ein Beispiel. Hier haben wir dann die Auflistung aller verschlossenen Gegenstände. Hier ist zum Beispiel ein Tresor, und darunter ist dann das Rätsel. Und das Rätsel können wir entweder auf der Seite selbst schon lösen, oder man findet halt Hinweise in dem Buch. Also man kann auch Hinweise finden innerhalb des Buches oder aber eben auf den Notizseiten. Ja, und zu jedem Rätsel ist ein Philosoph oder eben ein bekannter Schriftsteller, ein berühmter Schriftsteller zugeordnet, der uns auch so ein bisschen Hilfeleistung gibt. Wenn man jetzt gar nicht weiterkommt und wirklich nicht weiß, was soll ich mit den Rätseln anfangen, ich habe keine Ahnung, dann gibt es hinten im Buch noch Hinweise bzw. kleine Hilfestellungen, die uns so ein bisschen versuchen, das Rätsel näher zu bringen. Und wenn man dann immer noch nicht weiter weiß, dann kann man sich auch die Lösung zu den Rätseln angucken. Das hat aber Folgen, denn natürlich stellt man sich eine Stoppuhr, damit man weiß, ob man es innerhalb einer Stunde schafft oder wie lange man überhaupt braucht. Und man schreibt sich auch auf, wie oft man bei den Hilfestellungen nachschaut und wie oft man die Lösung sich anschaut. Denn ganz zum Schluss gibt es eine Auswertung und man bekommt Punkte. Und dann bekommt man ja einen Titel zugesprochen. Das geht entweder, wenn man ganz gut ist als Dichtkünstler, geht man dann da raus, oder wenn man als ganz schlecht ist, dann ist das der Schmierfinger. Also das ist alles so ein bisschen mit Literatur verknüpft, was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat. Ja, man kann überprüfen,
Ob die Lösung richtig ist. Also die Lösung ist immer eine zweistellige Zahl und man kann dann überprüfen, ob diese richtig ist, indem man hier bei dem Text guckt. Der Text ist so aufgeteilt, dass es nummerierte Zeilen sind und je nachdem, wie deine Lösung ausschaut, da schlägst du dann zum Beispiel bei der 25 nach und da steht dann wieder falsch. Oder aber das gibt's doch nicht, noch immer nicht richtig. Oder eben du hast die richtige Antwort und dann findest du halt den nächsten Hinweis zu deinem nächsten Gegenstand. Ja, so funktioniert das Ganze. Und ja, ich habe, weil ich noch nicht so viel Erfahrung habe mit solchen Rätseln, ich bin jetzt auch nicht der große Rätselfreak, deswegen habe ich mir jetzt mal keine Uhr gestellt, weil ich dieses Buch auch wirklich genießen wollte. Wenn ich jetzt wüsste, Gott, ich habe auch noch Zeitdruck, dann hätte ich damit keine Freude. Ich wusste jetzt auch nicht in dem Moment, als ich es angefangen habe, ob ich es wirklich durchspielen möchte an ein Stück oder ob ich nur so ein bisschen vorangehen möchte, aber dann hat es mir dann doch so viel Spaß gemacht oder ich wollte es dann auch wissen, ob ich das dann relativ schnell durchkriege und habe es dann doch an einem Stück zu Ende gespielt. Habe dann aber doch ein bisschen auf die Uhr geguckt, auch wenn ich mir jetzt keine Stoppuhr gestellt habe, wie lang ich gebraucht habe. Also ich hatte schon relativ lang gebraucht und ich habe auch einige Hinweise bzw. Hilfestellungen nutzen müssen und auch einige Lösungen nachgeguckt. Das hat mich zunächst ein bisschen frustriert, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, wenn man da schon ein bisschen in diesen Rätselraten drin ist und das öfter macht, dann geht das vielleicht auch besser, weil dann weiß man schon, in welche Richtung man denken muss. Andererseits, als ich dann mein erstes Rätsel ohne Hilfestellung gelöst habe, da war ich natürlich stolz wie Bolle und auch sehr, sehr motiviert und Feuer und Flamme dann weiterzumachen. Trotzdem ist mein Titel, also als ich dann die Punkte ausgezählt habe, der letzte Platz, also ein Schmierfink, ja, hat mich jetzt auch nicht gestört. Ich weiß ja, dass ich mir jetzt auch nicht extra irgendwie viel Stress gemacht habe und ja, mir eben extra Zeit genommen habe. Was ich eben schön finde, was ich eben schon gesagt habe, ist, dass es alles so verbunden ist mit der Literatur und mit Schriftstellern und so, dass es halt alles so mit Büchern und Bibliotheken zu tun hat. Aber ich habe auch so ein paar Minuspunkte, könnte man sagen, denn ich finde, dass es doch ein bisschen mehr Story haben hätte können. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Escape Games ist. Natürlich ist das Schema immer gleich, dass man dann halt Rätsel lösen muss, um zu entkommen. Aber ich finde, so diese Rahmenstory oder zwischen den Rätseln oder so hätten gerne noch ein bisschen mehr Story sein können. Irgendwie noch, um da ein bisschen mehr Atmosphäre reinzubringen. Weil ich finde, das hat hier auch ein bisschen gefehlt. Auch hat mich gestört, dass man diese Materialien, die hier so quer gedruckt sind, dass man immer so hin und her blättern musste und auch einiges nicht so erkennen konnte. Und deswegen, ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn diese Notizzettel irgendwie mit eingelegt wären, die man hätte rausnehmen können und sich extra daneben legen könnte oder so. Weil dieses Hin- und Herblättern war schon ein bisschen ja, nervig. Ja, dass man irgendwie, ich glaube, bei Spielen ist das denn doch ein bisschen atmosphärischer, weil man da mehrere Requisiten hat, die man anfassen kann und angucken kann. Und hier hat man wirklich nur ein Buch, was man hin und her blättert. Aber vielleicht ist es einfach so bei solchen Sachen und da muss man sich dann dran gewöhnen. Was hier das Besondere ist, beziehungsweise was heißt besonders, es ist jedenfalls nicht bei jedem Escape-Buch so. Hier wird extra vorne noch drin gesagt, dass dieses Buch nicht zerstört oder zerrissen werden muss, um die Rätsel zu lösen. Weil es gibt einige Escape-Bücher, wo das sein muss, wo man halt eben das Buch zerstören, zerreißen, zerknicken muss, um Rätsel zu lösen. Und dann kann man das Buch aber auch nur einmal spielen. Das fand ich hier eigentlich ganz schön, weil man das Buch dann tatsächlich auch öfter spielen kann, wenn man dann die Rätsel oder die Notizen sich dann wegradiert, die man vielleicht ins Buch reingemacht hat, weil dann kann man es auch vielleicht weitergeben. Das ist bei den anderen Escape-Spielen oder Büchern halt sehr, sehr selten der Fall und dafür ist das natürlich auch ja, schade, wenn man das nur einmal husch-husch spielt und dann wegschmeißen muss. Das ist natürlich schade. Dann, was habe ich hier mir noch aufgeschrieben?
Ja, es ist sehr schematisch. Also man macht immer wieder, klar, die Rätsel sind sehr herausfordernd und auch unterschiedlich, was ich gut finde, aber es ist alles sehr schematisch und immer läuft es gleich ab. Also ich finde, wie die Story, dass die ein bisschen atmosphärischer und ein bisschen dichter hätte sein können, auch dass dieses Schema vielleicht ein bisschen kreativer hätte sein können. Aber da es mein erstes Mal war, so ein Escape-Buch zu spielen, hat es mir insgesamt Spaß gemacht. Und ich bin motiviert, vielleicht auch ein bisschen mehr in dieses Rätseln reinzugehen. Jetzt zu Weihnachten habe ich auch ein Escape-Spiel geschenkt bekommen und werde mal schauen, mit wem ich das zusammenspielen kann, weil das kann man dann ja mit mehreren machen. Und ich glaube auch, dass man dieses hier zu mehreren spielen kann. Also das wäre auch kein Problem. Ist natürlich blöd, weil hier nur einer das Buch halten kann und man nicht zu zweit da irgendwie drin rumblättern könnte. Deswegen würde ich es vielleicht gar nicht schlecht finden, wenn so ein paar Sachen da drin wären, die man raustrennen könnte. Ja, aber insgesamt habe ich eine positive Meinung dazu. Kann ich euch empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Ist ja auch nicht so teuer. Auch wenn die Aufmachung jetzt, wo ich auch so ein bisschen enttäuscht war, auch ein bisschen schöner hätte sein können. Aber weil man da ja viel drin rumblättert, ist das vielleicht auch gar nicht schlecht, dass das so nur so eine Broschüre ist. Ja, das war die Rezension zu diesem Escape-Buch. Vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, mir in die Kommentare zu schreiben, ob ihr schon sowas ausprobiert habt, was ihr davon haltet, ob ihr mir vielleicht noch mehr Tipps geben könnt für Escape-Bücher. Und ja, lasst uns doch einfach mal über diese kreative Art und innovative und ja auch interaktive Art von Buch sprechen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht gut. Ciao, ciao.